So, hallihallo zurück. Nächste Folge Terraria. Und ich habe gerade schon mal, sag mal, 3 Minuten hier drauf gechillt auf dem Server. Und das erste, was passiert ist, natürlich, wir haben erstmal wieder eine Goblin Army. Wir haben ja 2 von den schönen Dingern. Alex ist natürlich auch wieder am Start, glaube ich. Wenn ja, der klar. Reinkommt. Ach, ja, Alex, ich bin drin. Joined. Sehr gut. Ja, wie man sieht hier, ja, schön, wie uns gleich die Goblins begrüßen, wenn wir online gehen. Ja, das ist, wie gesagt, mein Fehler. Ich war gerade mal 2-3 Minuten einfach so drauf und dann kam plötzlich Bossmusik und ich bin so, okay, was geht jetzt los? Und dann stand da, Goblin Army has arrived. Ja. Okay, warum? Verstehe ich zwar nicht ganz, aber... Ja, weil wir halt 2 von diesen Dingern kaputt gemacht haben. Oh, stimmt. Oh, wir haben 2 Goblin Scouts zerlegt letztes Mal und da habe ich schon gesagt, okay, der erste kam noch gar nicht. Irgendwie haben die Türen aber kaputt gemacht. Nein, nicht dann! Was machst du denn? Ich versuche die Dinger da zu bekämpfen. Achso, ha. Okay, ich kann ja eine Potion nehmen. Du kannst dich ja heilen und so, ne? Oh. Oh mein Gott. Okay, uncool. 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 Oh. Da ist ein Magier. Oh. Ja, ich den kriege ich. Meins. Ja, komm. Oh mein Gott. Okay. Nicht gut. Oh. Nein, kein Magier. Ich überlebe das nicht. Kannst du die magischen Geschosse abwehren? Oh. Ja, aber ich brauche. Komm schon noch 20 Sekunden, dann habe ich wieder einen Heiltrank. Uncool, oh, uncool. Kommt schon noch 5 Sekunden. Ich hatte doch auch irgendwie. Hatte ich doch an der letzten noch was dran gebaut. Irgendwie jetzt glaube ich, das kann sein, dass es die Welt nicht gespeichert hat letztes Mal. Finde ich nicht so nett. Ich habe doch auch an dem Haus noch rumgebaut. Alter, dann haben wir aber ganz schön viel verloren. Irgendwas hat es gerade nicht gesaved. Also mein Charakter ist ja gesaved. Und das ist auch die. Wir haben nur eine Version von der Welt. Ich verstehe das nicht. Ich vermute mal, das ist die gleiche Goblin Armee wie letztens, die jetzt gerade kommt. Weil die irgendwie nicht gesaved hat. Gerade irgendwie auch. Aber ich hatte auch noch hier Häuser dran gebaut, links, hier oben. Ja, ich meine mich auch zu erinnern. Und ich hatte auf jeden Fall das Haus noch verändert, weil ich mir noch dachte, das ist voll dumm, wie es jetzt ist, aber oben die Luke ist geblieben. Hey, what the fuck? Nee, die Luke habe ich gerade reingemacht. Ach so, nee, der hat nämlich auch eine Luke reingebaut eigentlich letztes Mal. Ich guck mal gleich in der Aufnahme nach. Ja, ich weiß es, ich habe es letztens erst gerendert, gestern, genau, oder vorgestern. So. Und heute hochgeladen, okay. Also auf jeden Fall waren wir weiter. Das ist total schräg. Das ist jetzt natürlich ziemlich blöde. So. Ich muss Spike Bolts farmen, yay. Gut, das sind halt irgendwie 20 Minuten, die wir, oder eine Viertelstunde, die wir jetzt verloren haben. Aber dass das so lange die Map nicht saved, ich meine Autosave. Ich weiß nicht. Vielleicht lasse ich jetzt mal am nächsten Ende jetzt der Aufnahme einfach mal den Server ein bisschen laufen, dass das irgendwann saved, dann passt das schon. Aber das davor ist uns das auch nicht passiert, soweit ich weiß. Nee, vorher war es passend. Komisch. Alter, ich kratze hier schon wieder fast ab, ey. Achso, wir haben auch so gar keine Party bis jetzt gemacht, weil wir erstmal fighten müssen. Achso, ich gehe mal in die Grüne. Ich kann gerade nicht. Hab gerade die Verkommnis vor mir, dann mache ich das auch aber. Oh, ist das? So wie es anhört, solltest du das auch nicht machen. So, grün. Oh Gott, ey. Alles klar, 62 Leben hat Alex. Hm. Geht scharf. Ich hasse es, wenn ich zwischen 2 so Goblins komme. Es ist voll gechillt, wenn man einen Fernkampf hat. Ja. Vor allem einen guten Fernkampf noch, der mehr Schaden macht als mein Schwert, ey. Oh, nein! Stirb! Oh. Panik in der Stimme, direkt mal zum Anfang hier. Nein! Das ist Terraria, wie es lebt und lebt, ey. Ich sterbe, nein, bitte. Ja, oh. Hey, kommt wieder.
Nein! Lass mich in Ruhe! Nein! 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 Zwei Apfel! Zwei Apfel! Gehen doch auf mich! Nein! Aber die Hexer! Ja, die gehen auf mich! Okay. Oh Gott, ey, ohne Spaß. Ich bin letzte Aufnahme bin ich einmal gestorben und jetzt komme ich rein und bin schon viermal fast krepiert hier. Wow, mir geht's aber auch gerade nicht so gut. 148 live, da würde ich mich drüber freuen. Na gut, du hast ein bisschen weniger, hast schon recht. Ah, hast du ihn defeated. Na gut, wenigstens das. Oh Gott, ey. Hat's einfach nicht unsere Koppelarmee nicht gesaved. Sterbt. Nein, nicht Bogenschütze. Mach ja schon. So, alles tot. Alles klar, herzlich willkommen zu Terraria. Ja, wir sind wieder am ungefähren Stand der Aufnahme von vorletztes Mal. Oh mein Gott. What the fuck, ich hab erstmal irgendwie eine Tür, wurde irgendwo kaputt gemacht. Diese zwei Türen wurden kaputt. Hä? Ich hab zwei Türen, jetzt hab ich eine Pumpkin. What the fuck. Ich weiß übrigens, wie der Matsch aussieht. Ja, ich hab auch, also. Du meinst jetzt wie Silt und so. Die gibt's besonders oft im Dschungelbiom, so wie ich das gesehen habe bei anderen. Mhm. Ja, weil wir können ja unsere coole Maschine dann da benutzen. Ja. Aber irgendwie, wir brauchen so ein Baumaterial. Haben wir noch ein Baumaterial übrig? Weil ich würde gerne dieses wieder aufbauen, was mir da. Ja, so. Müsste ja theoretisch. Glaswall ist auf jeden Fall noch da. Brick, wir haben noch jede Menge Erde, Eis, Schnee. Snowbrick. Snowbrick Wall. Wood Wall haben wir auch noch. Graybrick. Haben wir schon ein bisschen was. Ne, also viel Baumaterial haben wir anscheinend nicht mehr. Ne, nicht so wahnsinnig viel, aber es reicht erstmal, denke ich, für die zwei Häuser, die hier waren. Sind zwar schön bunt, aber was soll's. Ja. Huch, komm her. So. Da verkackt's mein Server einfach mal und macht's, speichert's halt nicht. Und cool. Huh. So, haben wir für diese Folge bzw. Aufnahme irgendwelche Pläne? Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen in die Tiefe gehen, um den Goblin-Typen zu finden. Den müssen wir erst nämlich echt befreien, bevor der bei uns einziehen kann. Und dann können wir bei dem nämlich diese Rocket Boots kaufen, womit wir so halb fliegen können. Übrigens ist dir mal aufgefallen, wenn du irgendwas baust, du kannst mit Hammer die Form von normalen Blöcken ändern. Okay, wusste ich nicht, ne. Kannst du zum Beispiel hier? Ah, nee. Sowas. Ach man. Was ist eigentlich die nächsthöhere Hacke über eine Eisenspitzhacke? Ich glaube Silber oder Gold. Also Silber und danach Gold eigentlich, aber die nehmen sich nicht viel Unterschied. Siehst du übrigens gerade hier an dem Haus, wo ich gerade dran rumbaue mit diesem geänderten Dingens. Ah. Okay, sieht cool aus. An den Ecken oben. Du kannst halt auch noch irgendwie halb hoch machen und so weiter. Das ist ganz lustig. Nein. Oh, fuck. Egal. Das ist jetzt halt so hässlich. Na, der Armstealer, okay. Den brauchen wir auch wieder. Ist jetzt nur welche gekommen, die wir schon hatten? Ja. Es sind ja zwei, drei gestorben, glaube ich. Ja, mehr, glaube ich. Also es sind, glaube ich, schon drei wiedergekommen. Gestorben waren. Jetzt habe ich hier 280 Spiky Balls. Yay. Okay. Ich schmeiß immer hier irgendwo rein. Da wo auch die Schurigen und die Throwing Knives, dann habe ich mir mit reingeschmissen. Alter. Das ist so schlimm, gerade bei mir mit der neuen Maus. Ach, das ist auch eine neue Maus, das ist natürlich richtig gut. Ja. Ich bin die noch nicht gewöhnt irgendwie. Achso, du bist ja ganz rechts am Dingens. Das glaube ich dir glatt, dass es das ein bisschen schwierig ist. Ja, ist halt ungewohnt. Quickstark.
Ich tue hier mal noch Tränke rein. Wo wollen wir dann runter? Irgendwo einen Gang bauen? Da wo, wir haben doch letztens hier rechts von uns, ich sehe gerade auf der Minimap, da ist eigentlich ganz gut, denke ich. Ach stimmt. Reden muss man können. Ach, hab ich die Holz wohl gar nicht benutzt. Na egal. Pumpkin Wall habe ich ja auch noch, ach lol. Ah, nee, klar, und 700 Steinblöcke. So. So, jetzt muss ich aber noch mal ein bisschen. Oh, keine, oh, Holz habe ich noch. Brauche noch zwei Tische, einen Stuhl und eine Holztür. So. Ein Stuhl. Na, bitte. Da hat es nicht gereicht, mein Holz. Haben wir noch irgendwo Holz? Nicht, oder? Nee. Ich glaube nicht, ich habe keins gesehen vorhin, glaube ich. Ich mal kurz hacken. Die Triade has arrived. Jö. Blöde Seeds. Ach, komm her. Direkt mal neu pflanzen. Ansonsten würde ich sagen, wir gehen dann demnächst mal ins Crimson. Wobei, den Boss besiegen wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Das wäre nämlich ja das nächste, was wir im Crimson machen könnten, müssten, sollten. Ja. Wir könnten doch auch mal das Auge da fertig machen. Das Auge haben wir doch schon zweimal fertig gemacht. Ja. Daher haben wir doch unser Schwert, stimmt, unser Crimtain-Schwertdingenszeug da. Stimmt. Genau, und das nächste wäre dann der Wurm. Genau. Ja, beziehungsweise bei uns ist jetzt das Brain of Cthulhu. Wir haben keinen Wurm, da wir das Crimson Biome haben. Hui. Das Rumspringen ist lustig. Weiß gar nicht, kann ich die. Doch, ich kann die wahrscheinlich auch trotzdem stacken. Ja, wir machen noch kurz das Haus fertig. Das habe ich ja eigentlich am Ende der letzten Folge gemacht. Wuhu. So, eine Tür brauchte ich noch und noch einen Tisch. Jo, und tralala. Oh, okay, da musste ich kurz niesen. Gesundheit. Danke. So. Jetzt muss ich auch diese. Ich ändere mal unser Haus auch wieder, wie es vorher war. Oh, der Guide ist wieder da. Sehr schön. Juhu! Bei wem kann man eigentlich was reforgen? Das ist der Goblin Tinkerer, den müssen wir noch befreien nach der Goblin Armee. Okay. Deswegen sage ich ja, wir müssen mal dann ein bisschen runtergehen. Na gut, wir können uns jetzt entscheiden, was wir zuerst machen wollen. Ich würde eigentlich mit den Goblin Tinkerer suchen, weil da kann man dann auch lustig Sachen kombinieren. Ja, gut. Einfach irgendwo runterbuddeln und da suchen. Ja, der spawnt dann sozusagen wie so ein Monster, da wo man halt rumbuddelt gerade. Deswegen ist es relativ egal, wo man da ist. Also über den stolperst du dann mehr oder weniger aus Versehen. So. Das war nicht ganz so wie das letzte Mal, was soll's. So, ich hab. Unser Blatzwort hier. Wo hast denn du die Harpune her? Keine Ahnung, die hatte ich plötzlich beim Reinkommen. What the fuck? Die ist aber sehr lustig. So, gehen wir? Wir haben hier unten schon mal irgendwo runtergebuddelt. Ja, das ist ja unsere Standardhöhle, in der wir so oft verreckt sind. Denk dran, links fällt man durch. Ja, ich weiß, aber ich kann ja zum Glück springen. So, go, go, go. Ich guck einmal hier weiter runter, würde ich sagen, weil das hier oben brauchen wir alles nicht mehr. Ja, so. Eben. Ja, sehr gut. Wie wir schon mal unfähig sind, ein einzelnes Skelett zu töten.
Mit der Gold kann man das auch noch nicht abbauen, ne? Doch, Tatsache. Was? Du kannst abbauen? Das Crimtain Ohr? Ja. Nice. Davon brauchen wir nämlich ein bisschen was für unsere Rüstung dann. Überleg gerade. Rechts runter hier? Ja. Wir sind überall mal verreckt, von daher macht es keinen Unterschied. Scheint es nicht weiter zu gehen. Nee, geht's nicht weiter. So, da ist Wasser. Ich glaube, wir haben uns noch weiter, genau, runtergebuddelt. Ja. Ich glaube, dann genau, sind wir hier rechts und dann sind wir aber nicht mehr weiter runtergegangen. Wir können theoretisch noch weiter runterbuddeln oder halt hier nochmal weiter erkunden, wo wir da waren. Goldfische! Da irgendwelche Kohle hier. Au! Oh. Ach, was soll's. Lass mich hoch. Da los. Geht's runter. Ja, stimmt, die haben doch ewig rumgebettelt an der Ecke hier noch. Oh, da sind wir gar nicht runter. Nee, sind wir nicht. Stirb! Da war wohl eine Druckplatte. Oh, da drüben ist auch die Falle. Aha. Die habe ich zwar gerade unabsichtlich abgebaut, weil ich da eigentlich eine Fackel hinplanten wollte. Aber das ist ja egal. Es geht nicht. Was ist denn da? Aber ich glaube, hier geht es erstmal nicht weiter. Nee. Oh, Scheiße. Blöder schwarzer Schleim. Wo ist meine Fackel? Roter Schleim. Oh. Schöne ist, die können nicht unter Wasser kommen. Warum geht die blöde Fackel immer aus? Keine Ahnung. Frag mich was Leichteres. Ja. Vielleicht weil irgendwie Wasser drüber läuft wahrscheinlich. Warum? Hör auf, das abzubauen, wo ich meine Fackel hinsetze. Ja. Runter? Ja. Und dann so. Also wir brauchen eigentlich nur noch, ja, höherwertige Mineralien. Hier haben wir übrigens Silt, doch, das ist doch Silt hier. Oder? Na ja, genau, Siltblock. What the fuck? Was ist das denn für eine geile Höhle? Eine davon, die habe ich schon gesehen. Das ist eine, Dings, eine Edelsteinhöhle. Alter, nice. Ich habe keine Fackeln mehr. Ich habe noch 52. Das ist ja mal nice, ey. Ich bin immer so der Meinung, Terraria hat deutlich mehr Sachen, über die man sich freut beim Finden, als Minecraft. Ja. Ich kann sogar... Moment, ich habe doch einen Hammer dabei. Habe ich echt keine Fackeln? Tatsache. Ah, schade, ich darf die Edelstein-Hintergrund nicht abbauen. Das wäre lustig gewesen. Ja. Das wäre echt lustig gewesen. Erstmal einen Diamanten übersehen. Ach, Alex. Hab ich? Ja. Oh. Boah, jetzt geht es ab. Jetzt kommt die Party. Nö, alles safe. Ja, hab ich. Alter, ich denke immer, dein Viech, das dir hinterherläuft, wäre so ein Mob. Das ist mir schon auch spannend so gegangen. Ich hab auch vorher gedacht, what the fuck, was steht denn da oben? Und dann. Aber hier waren wir jetzt schon von rechts, sind wir da schon mal reingelaufen. Sehr gut. Ach so, und da unten haben wir alles mit Wasser geflutet, oder was? Ja, das ist hier, wo ich gerade drüber stehe, das haben wir mit Wasser geflutet. Hä? Und uns dann versucht dran vorbeizubauen. Glaube ich. Oh ja. Du hast irgendwie versucht hier hochzubauen, habe ich das Gefühl. Oder ja. Runter, ich weiß nicht, wahrscheinlich eher runter, ey. Ey, hoch, ich hab voll verkackt. Hier geht's noch weiter runter. Und hier ist irgendwie wieder zugebaut. Ah, das ist die Spinnenhöhle. Wollen wir jetzt mal in die Spinnenhöhle reinschauen? Ja, das können wir eigentlich machen. Sollten wir jetzt ja eigentlich hinkriegen. Ah, die Spinnenhöhle. Ah ja, stimmt, da bin ich einfach hier gestanden und hab die Viecher getötet. Aha, easy. Ja, noch. Ah, jetzt habe ich den Pilz gegessen. Ja,
hält. Du musst ausleuchten, ich habe leider nichts mehr. Ganz schön, das kann man hier überall hinleuchten. Was war das denn? Ach, da unten ist noch Spinny. Lol. Ganz schön Damage. Vor allem siehst du gerade nichts, oder? Ah, geht. Da ist irgendwie so ein Ei oder so. Soll einfach kaputt machen. Jetzt hab ich wieder Fackeln. 3 Stück. Ja, und das kommt aus den Eiern, kommen die Fackeln raus. Das scheint mir auch total logisch. Was könnten Spinnen wohl in ihre Eier tun? Fackeln. Ja. Ah, Rubine. Ja. Die habe ich gesehen. Ja, sind auch deine. Und da drüben sind Smaragde unter der Lava. Oh. Sicher, dass es Smaragde sind? Das ist sogar was anderes, höheres? Ich weiß nicht. Generell ist jetzt gerade ziemlich viel Lava, oder? Mach du mal. Saphire. Du schaffst das schon, ne? Ja, wenn ich nicht gleich ersüppel. Achso, brauchst du Steine oder sowas? Du kannst nicht in die Lava bauen. Du kannst nicht in Lava bauen. Hä? Das ging doch mal. Das ging vor vielen, vielen Monaten. Das haben wir schon mal festgestellt im Let's Play, dass wir nicht mal in Lava bauen können. So, okay. Dann machen wir das jetzt mal ganz produktiv. Vorsicht, da kommt gleich Lava runter. What? So. Oh, oh mein Gott, nein, nein! Warum wurde ich getroffen? Ich war doch nebendran. Ich war nebendran. Ja. Ich bleib hier einfach mal stehen und warte, bis die Lava weg ist. Ja. Vielleicht kann ich auch deine Sachen einsammeln. Zumindest liegen die noch da und sterben gerade nicht. Ja, nee, ich guck mal, vielleicht schaffe ich es da runter. Ich stand extra daneben. Voll in Sicherheit gewogen und dann kommt so eine Kacke. Nee, ich glaube, die Lava, sie geht nicht gerade runter. Die breitet sich ein bisschen aus beim Fließen. Ach, ich darf nicht mit Minecraft-Logik denken. Ja, das vor allen Dingen. Also, das hilft bei Terraria sehr, wenn man nicht mit Minecraft-Logik denkt. Naja, gut, so weit ist es ja nicht. So, ich habe deine Sachen eigentlich eingesammelt. Ich kann es dir auch hochbringen, komplett. Nee, ich bin jetzt schon fast bei dir unten. So. Was ist das da? Oh, Tenor. Ah, ich habe ja wieder unser heißgeliebtes Dingens gefunden. Ziplock, yay, go. Dich will ich haben. Übrigens habe ich auch gesehen, ich habe in die Wiki geguckt wegen dem Extraktor. Das verbraucht immer 2 Blöcke, wenn du es direkt drauf benutzt, also wenn du einen Stack sozusagen direkt auf das Ding benutzt. Wenn du aber einen einzelnen Block irgendwie draufgelegt kriegst, geht das auch. Dann verbraucht es halt nur einen Block. Ein Einzel. Ups. Ja gut, getrunken. Jetzt. Ja, ich bin ersoffen, weil ich unter Wasser von Piranha angegriffen wurde. Soll ich den doch wieder hochbringen? Ja, wär vielleicht besser. Okay. Ach.